Zitat von Buddha oder Mahatma Gandhi oder keine Ahnung von wem. Jedenfalls, jeder Yogi, jeder Guru sagt dir das, willst du die Welt verändern, fang bei dir selber an. In diesem Spruch steckt viel Wahrheit, aber es ist auch gleichzeitig nur eine Halbwahrheit und eine Lüge. Ja, jetzt habe ich natürlich richtig gut ins Hornissennest reingestochen, aber ich lasse es jetzt auch so stehen. Die Antwort, warum das so ist, wird im Laufe der Zeit kommen. Und du wirst dann auch erkennen. Über was ich heute sprechen möchte, das ist die Fortsetzung natürlich von meinem ersten Video. Und wie gesagt, ich habe da über die Ägyptologie einiges rausgefunden, dass in der klassischen Wissenschaft, in dem, was man in der Schule lernt, in dem, was einem im Fernsehen gezeigt wird, in dem, was in den Medien breitgetreten wird und irgendwelche Experten publizieren, dass es alles nur eben auch Lügen und Halbwahrheiten sind. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, woran liegt es? Was ist der Punkt? Warum ist es so? Ja. Und zu dieser Zeit, wo ich da jetzt gerade so umeinander gesucht habe, war auch eine andere Geschichte ganz präsent. Das ist der dauernde Angriff von Israel gegen Palästina. Ja, also dieses Ding da, wo... Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen. Das ist nur für ungefähr die Zeitorientierung. Letztes Jahr im Herbst irgendwann. Und ich habe da umeinander gesucht und habe auch da gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Staat da so Gas gibt und macht und tut? Und das muss sich doch irgendwann mal auch auf uns auswirken und auf uns, ja, auf Europa und überhaupt. Und Amerika, die bomben ja auch dauernd umeinander und Gaddafi ist so böse und Ägypten, wie heißt der andere da, Mubarak oder so irgendwie, ja, ist auch so böse und muss auch demokratisiert werden. Und aber schlussendlich ist ja hinterraus immer wieder, ist in dem Land mehr Chaos als vorher war. Ja, und irgendwann gibt man auch mal ein, Dritte Weltkrieg. Irgendwann in der beim Recherchieren wirst du eingeben, Dritte Weltkrieg. Irgendwann wirst du das sehen und oder mal darüber nachdenken und ein paar solche Keywords bei Google eingeben. Und irgendwann wirst du auch über Prophezeiungen und Schauungen, Hellsehen, ja, Voraussagen, Vorhersagen, wirst du irgendwann mal draufstoßen. Und ja, und dann wirst du auch über einen Alois Irlmeier stoßen. Dann wirst du auch über Nostradamus stoßen. Und du wirst über ein paar Bibelprophezeiungen stolpern und über Edgar Cayce und dann, wie heißt der, der französische Soldat, der Vierweltler und oder Viertelweltler, keine Ahnung. Es gibt so viele Prophezeiungen, ja, und eins haben sie gemeinsam, sie sagen alle irgendwie die gleiche Zukunft voraus. Interessant war für mich auch zu sehen, dass es im Anfang letzten Jahrhunderts, wie sagt man, die erste Hälfte vom 20. Jahrhundert, gab es etwa 80 Prophezeiungen innerhalb von Europa, die alle eine dreitägige Finsternis vorhersagen, die alle eine Völkerwanderung vorhersagen, die Bürgerkriege in verschiedenen Ländern vorhersagen, europäischen Ländern, und die den Dritten Weltkrieg vorhersagen und eine geistige Reinigung der Menschheit. Also ich fand das echt beeindruckend. Wäre das jetzt nur der Alois Irlmeier? Ja, okay, der hat halt irgendwann mal die Bibel gelesen und hat sich da irgendwas zusammengereimt. Aber auch seine Geschichte ist sehr interessant, weil es gibt einige Dinge, die die er vorhergesagt hat oder hell gesehen hat und tatsächlich so waren, tatsächlich so eingetroffen sind. Ich möchte es gar nicht, andere Experten, andere Leute, die haben das zu Genüge untersucht und es geht mir gar nicht darum, das jetzt hier alles darzulegen und zu beweisen, sondern einfach nur zu sagen, schaut euch das mal an. Also, Alois Irlmeier alleine, ja, kann man noch drüber stolpern und sagen, na ja, wer weiß. Dann der Vierweltler, wer weiß. Der französische Soldat, ja,
Nostradamus, ach komm, das kann ja eh keiner richtig interpretieren. Bibel, ach komm, das ist ja eh alles gelogen. Tja, aber alle zusammen sagen doch irgendwie das Gleiche aus. Alle zusammen kommen auf das gleiche Ergebnis. Wenn man die genau anschaut, dann kommen alle, sagen alle in etwa das Gleiche voraus. Ohne eine Zeitangabe, aber alle kommen zum selben Ergebnis. Das war auch so eine Geschichte, Prophezeiung und Hellsehen. Gibt es diese Fähigkeit wirklich? Gibt es das? Ja, und gerade jetzt nochmal zurück, jetzt Israel, Palästina, da war bei uns dann in der Familie also ziemlich Zorn und Engagement und das darf nicht, die Welt muss informiert werden und das kann ja nicht sein, weil in der normale Presse hat man ja nichts, im Mainstream hat man nichts davon gesehen, also dachten wir, wir müssen da natürlich das bekannt machen und rausdrücken. Und da habe ich dann öfters diesen Spruch dann an den Kopf gekriegt, wenn du die Welt ändern willst, fang bei dir selber an. Tja, Und dann haben wir noch die Prophezeiungen. Scheint im Moment alles nicht so zusammenzupassen. Ja, aber jedes für sich ist schon mal sehr spektakulär. Und ich möchte euch das fast schriftlich geben. Vielleicht in Teil 3, vielleicht in Teil 4, ja, von meinem Erwachen. Werdet ihr irgendwann auf einmal sehen, Moment mal, was ist denn das jetzt? Da hat er von dem erzählt, aber irgendwie, ja, es fügt sich. Da fällt mir jetzt gerade noch ein kleines Beispiel ein. Stell dir einen Wollknäuel vor, der von der Katzen drangsaliert wurde ohne Ende. Ja? Und das ist dann einfach nur noch ein zusammengeknotetes Wollknäuel. Ja? Das ist nur noch ein Haufen Wolle, aber man sieht nirgends mehr einen Faden. Und du willst jetzt an das Innere reinkommen, an die Wahrheit, an das Innerste, was da existiert. Und jetzt fangst du an mit Auseinanderpulen. Nicht einfach aufschneiden, das ist, nee, das geht nicht. Also einfach ein bisschen rumpulen. Und so sind wir jetzt gerade dran. Wir pulen da mal ein bisschen, da kommen wir ein bisschen weiter rein, da geht es aber jetzt dann nicht mehr weiter. Jetzt gehen wir von der Ecke ran und, ja. Das ist der Punkt. Von verschiedenen Ecken rangehen und dann kommst du an die Wahrheit. Und das ist mein Bestreben, mein Erwachen. Okay, jetzt hat man diese Prophezeiungen. Und dann kam ein Punkt über Prophezeiungen. Wie soll das gehen? Was ist Hellsichtigkeit? Ja, was ist Hellfühligkeit? Und wenn man sich dann jetzt da näher damit beschäftigt, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es Menschen gibt, die dann von sich sagen, ja, ich kann von hier aus, kann ich per Remote Viewing, kann ich dann sehen, was irgendwo ganz woanders steht. Ich brauche nur ein Foto davon und dann eine Nummer. So funktioniert Remote Viewing. Und dann sieht der, was da ist. Ich habe da ein, zwei Dokus gesehen. Mit dem logischen Menschenverstand findet man 1000 Erklärungen. Das Beste ist dann natürlich immer Zufall. Ja. Und jetzt überlegt man sich aber mal, dass es ein amerikanisches Projekt gegeben hat, aber auch ein russisches Projekt, ja, wo die zwei Hauptweltmächte sich gegenseitig ausspioniert haben per Remote Viewing. Ja, es gab ein offizielles Projekt, das gab es aber damals eben offiziell überhaupt nicht. Nee, sowas tun wir nicht. Ja, das ist ja alles Bullshit, aber 20, 30 Jahre später wurde dann auf einmal, ja, mit dem haben wir uns beschäftigt, aber das wurde jetzt eingestellt. Also, es gab es nie offiziell und hinterher wurde doch gesagt, ja, wir haben uns da mal mit beschäftigt, aber das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, und komischerweise gibt es da aber Handbücher und Kataloge und Dokumente, die belegen, dass die Leute das recht wissenschaftlich untersucht haben und sich da alle Mühe gegeben haben, die Leute darauf auszurichten. Also Remote Viewing. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen elitären, esoterischen, spirituellen Geschichten oder so, sondern wir sind hier hart in 3D. Ja, wir sind hier bei der Weltmächte, beim Militär, die Milliarden ausgeben für Spionagesatelliten und ich weiß nicht was, aber die beschäftigen sich mit Remote Viewing. Also muss was dran sein. Ja. Und meine weiteren Recherchen haben ergeben, es ist was dran. Auch ein Selbstexperiment hat ergeben, es ist was dran. Ja? Und wenn ich sage ein Selbstexperiment, dann habe ich mir mal da eine Seite rausgesucht, die Remote Viewing Tests anbietet.
Also die haben dann einfach auf einer Webseite, haben sie eine Nummer und hinter dieser Nummer kannst du ein Bild runterladen. Aber fürs Remote Viewing lädst du das Bild eben nicht runter, sondern du guckst nur diese Nummer an, du konzentrierst dich auf diese eine Nummer. Und dann hast du ein weißes Blatt Papier vor dir und du fängst an, das aufzuskizzieren, was dir jetzt alles in den Kopf reinkommt. Und das habe ich gemacht. Und ich kann natürlich jetzt euch gar nichts beweisen, ja, aber ich kann euch sagen, und so war ich hier sitze, ich erzähle es nicht, weil ich euch irgendwelche Lügenmärchen erzählen will, sondern ich erzähle euch das, weil ich euch davon überzeugen will, dass es so ist. Also, mein Ergebnis waren 70%. Es wurde ein Meer abgebildet mit ein paar Segelschiffe und einem Strand, ja, und vorne dran wurde ein umgekippter Katamaran, also der ist einfach, so wie man halt Boote ablegt, ja, ist der mit dem Kiel nach oben am Strand gelegen, also nicht gestrandet oder so, sondern ganz normal da gelegen, da wurde so hingelegt. Und im Hintergrund hat man eben ein paar, zwei, drei andere Katamarans gesehen und ein paar Menschen. Und meine Beschreibung hat zu 70% darauf hin zugestimmt. Ich habe verschiedene Sachen wie Farben, Formen, das, was ich aufgezeichnet habe. Alles, jeder einzelne Punkt war für mich ein Plus oder ein Minus. Und das habe ich umgerechnet. Wenn ich also das alles zusammennehme, was ich aufgeschrieben habe, sind 100, ja, dann ist von dem, was ich aufgeschrieben habe, 70%. Ich habe sofort das zweite Ding gemacht, ja, da waren es leider nur noch 50%. Ich habe sofort das dritte gemacht und es waren nur noch 30%, ja. Und ich kann euch sagen, dass sogar das ist ein Beweis. Beweis deshalb, ich nenne es paranormale Ungenauigkeit oder Ungewissheit. Paranormale Ungewissheit. Ich werde es später nochmal ganz genau erklären, aber es ist so, dass wenn du dich für irgendetwas besonders interessierst, wenn du irgendetwas Besonderes hervorhebst, also in dieser Richtung erfahren möchtest, dann kriegst du im ersten Augenblick kriegst du ein 100% Ergebnis. Du kriegst es sofort genau geliefert, ja, und dann lässt es aber nach, weil dein Verstand auf einmal versucht, immer mehr da reinzukommen. Er versucht immer mehr da reinzukommen und es zu verstehen und zu verstehen. Und automatisch, wenn du deinen Verstand einsetzt in diesen Geschichte, ist vorbei, dann funktioniert es nicht mehr. Ja, so, das war für mich auf einmal so, nein, die Prophetien, also diese Prophezeiungen und was alles zusammenpasst und dann dieses Remote Viewing und dann ging es natürlich weiter, ja, was gibt's denn da noch? Ich bin dann über Kornkreise gestolpert, hab dann gesehen, was diese Kornkreise, was das bedeutet, was es ist, ja, und klar, gibt's da irgendwelche Trittbrettfahrer, die da mit ihrem Speckbrett auf der Wiese umeinander laufen. Aber Tatsache ist, einen echten Kornkreis, ja, den kann man nicht fälschen. Das geht nicht. Ja, wir haben keine Technologie, um die Getreide, das Gras, ja, an einer bestimmten Stelle so zu erhitzen, dass der dann umknickt. 90 Grad dann zum Boden liegt, weil die sind nicht gebrochen, sondern die sind bestrahlt worden, das ist wissenschaftlich auch untersucht worden, und so dass die abknicken und dann liegen die so flach da. Also, und dann findet man in der Erde, überall da, wo so ein Kornkreis ist, findet man durch Mikrowelle behandeltes oder erhitztes Gesteinmaterial, lauter kleine Kügelchen, das ist eine besondere Sache. Man stellt besondere Strahlungen fest, also es ist auf einmal eine erhöhte Strahlung feststellbar und das sind Sachen, die gehen nicht. Und ein anderes Ding ist, damit kann man also schon mal 90% aller handgemachten, aller menschengemachten Kornkreise ausschließen und es ist die perfekte Geometrie. Wenn man sich nämlich mal so ein Bild von einem Kornkreis dann ranzieht und da dann per Computerprogramm mal so die Geometrien analysiert, dann wird man feststellen, dass es saubere, klare Berechnungen sind. Man kann es ganz genau aussortieren. Die Geometrie stimmt hundertprozentig bei einem echten Kornkreis. Und bei einem menschengemachten Kornkreis findet man immer irgendein kleines Detail bleibt immer, ja, wo es auf einmal nicht übereinstimmt. Aber, ja, wer macht die? Woher kommen diese Kornkreise? Ja,
Das nächste war, also in unserer Welt passiert irgendetwas, das war meine nächste Frage, in unserer Welt passiert irgendwas, was verheimlicht wird. Weil wäre wirklich ein Interesse dran, das rauszuholen, dann würde die Wissenschaft sich dort draufstürzen ohne Ende. Die Medien würden sich draufstürzen ohne Ende. Die Politik würde uns nicht anlügen. Ja, bis zum geht nicht mehr. Also, ich habe weiterforscht. Und dann kamen solche Geschichten wie Telepathie, genauso untersucht. Ja, dann, was gibt's noch? Telekinese. Ich meine, dafür habe ich tatsächlich noch nicht den ultimativen Beweis gefunden. Aber ein paar Geschichten, wo ich sagen muss, da passt es nicht mehr so, das, was die Leute da so erklären wollen. Ja, von wegen, der hat geschissen oder der ist ein Schmu oder keine Ahnung. Telekinese, Hellsicht, Aura sehen, das ist ja auch so eine Geschichte. Habe ich mich auch mal damit beschäftigt und mir mal das genauer anguckt. Aura sehen. Auf einmal stellen wir fest, dass, das wird ja auch nirgends gesagt, in der Medizin wird es auch gar nicht benutzt, dass der Mensch tatsächlich per Biophotonen ein Energiefeld um sich hat, dass das Herz, das ist auch so eine Sache, dass das Herz 20, 30 Mal mehr Energie abgibt als das Gehirn, sowohl die Gehirnenergie als auch die Herzenergie ist noch 1,5 bis 2 Meter entfernt vom Körper direkt elektromagnetisch messbar. Ja, das erzählt ja kein Mensch. Ja, aber das sind bedeutende Sachen, wenn man also wirklich sich für die Wahrheit interessiert, für die wirkliche Wahrheit, dann sollte man da reingehen und sich das mal ganz, ganz, ganz genau anschauen. Jedenfalls, das war dann der Punkt. Ich habe diese ganzen sonderbaren Geschichten gesehen, Sachen, die ich früher absolut abgelehnt habe. Ich habe das wirklich abgelehnt. Das hat sowas unmöglich, das ist Zufall. Wenn man da davon, wenn es das geben würde, dann hätte das doch schon längst irgendjemand unter die Menschheit gebracht. Da muss man dann noch mitbekommen oder sehen, dass komischerweise immer, wenn sich jemand genauer damit beschäftigt, ja, dann landet er auf einmal in irgendwelchen Wikis oder Blogs, wo er absolut runtergezogen wird. Wenn man Videos von ihm sieht und man schaut in die Kommentare, elendslange Kommentare, wo zuerst, ich verstehe dich, ich bin ja voll auf deiner Seite, aber das kann nicht sein und das kann nicht sein und das kann nicht sein und schlussendlich bist du doch ein stumper Kopf und das, du lügst doch nur und du betrügst nur. Ja, und wer bist du überhaupt, dass du überhaupt so... Also, es ist nicht um denjenigen, der das Video sendet, um ihn jetzt persönlich anzugreifen. Wenn er das annimmt, okay, dann haben wir hier einen angenehmen Begleiteffekt für den Kritiker. Tatsache ist aber, es wird geschrieben für andere Leute, die sich für das Video interessieren. Ja, weil die steigen dann ein und sagen, okay, er findet es gut, aber, der betrachtet es aber recht kritisch. Ach, dann brauchen wir das ja gar nicht angucken. Ja, und so bleibt's für denjenigen, der das gerne untersuchen möchte oder der Sache näher hin. Ja, Kamera hat leider kurz auf den Notstopp gedrückt, den Notschalter gedrückt. Um was es hier ging, das war jetzt, dass es gibt also eine Menge Disinformation und dafür ist ESWatch sehr bekannt. Allerdings halt auch nur unter Alternativen, Leute, die sich dafür interessieren oder gerade so einsteigen, ja, die stolpern natürlich über ESOWatch oder prism.com und die stolpern da drüber und sehen dann diese kritischen Beiträge und das ist natürlich alles hochseriös geschrieben und kommen dann zu den Dings, werden skeptisch, was ist jetzt da dran und, ja. Also für mich ist dieses ESOWatch ist mittlerweile das Qualitätsmerkmal, dass wenn jemand da drin steht, ja, dass der tatsächlich etwas rausbringt, was die Menschen wissen sollten. Ja, das geht dann eben in diese alternative Geschichte rein. Und
wenn jemand eine Menge kritische Beiträge, Kommentare unten drunter hat, ja, dann ist das für mich auch ein Qualitätsmerkmal. Denn wenn sich jemand wirklich, je mehr Leute sich da so kritisch damit auseinandersetzen, offensichtlich kritisch damit auseinandersetzen, ja, desto mehr möchte man diese Nachricht, das was derjenige rüberbringt, unterdrücken. Und ich habe also festgestellt, da gibt es irgendwie so eine Diskrepanz. Also es gibt da irgendwo die klassische Wissenschaft, was wir in der Schule lernen, was wir von den Medien beigebracht bekommen und was uns tagtäglich vorgebetet wird. Und es gibt auf der anderen Seite die alternative Wissenschaft, mit der ich früher überhaupt gar keine Berührung hatte. Ja, und da kann man das auch nochmal ganz kurz unterteilen in tatsächlich klassische alternative Wissenschaft, die rein auf Physik geht. Es gibt aber auch eine alternative Wissenschaft, die man am besten, für mich passt es so nicht, aber am besten damit umschreiben könnte. Es ist esoterisch, es ist spirituell, es geht um die geistige Welt, ja, und was mir da am besten passt, das ist dann, es geht um die feinstoffliche Welt. Und Leute, daran ist tatsächlich was. Also, ich entdecke das alles, ich sehe das alles und kann das mit meinem logischen Verstandesdenken, mit meinem materiellen Wissen, kann ich das gar nicht alles erklären. Ja, ich sehe aber, dass das ist zu viel, als dass alles nur Zufall sein kann. Dass das alles nur Nonsens ist, dass es nur Leute gibt, die wollen sich da alle nur einen Spaß machen. Ja, nee, damit kann man das nicht abtun. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Einstieg oder einem kleinen Querverweis zu meinem ersten Video. Positives Denken. Und ich bin damals, was heißt damals, ist also noch nicht mal jetzt ein Jahr her, sitze ich vorm Computer und ich sehe das alles und ich mache mir meinen Kopf darüber, was ist das, ja. Und mein Entschluss an diesem Tag war, wenn es irgendwo auf der Welt irgendeinen Menschen gibt, der hell sehen kann und oder Telepathie und oder Remote Viewing und oder Telekinese und oder Aura sehen und oder geistig heilen und oder ich weiß nicht was, ja. Wenn es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der tatsächlich solche Fähigkeiten hat, dann kann ich das erst recht. Und Leute, was soll ich sagen, nach einem Jahr, ich habe so viele Erfahrungen gemacht, ja, dass man kann es nicht mehr abstreiten. Also ich für mich, mir kann es keiner mehr ausreden. Ja. Und ich möchte euch das im Laufe meines Erwachens, möchte ich euch das gern näher bringen. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr müsst für die Sache offen sein. Das ist alles. Ihr müsst bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für euch selbst und euch selber die Chance geben, der Sache nachzugehen. Ja, einfach mal Fernseher ausschalten, nicht mehr auf Spiegel und Bild.de hören, sondern einfach nur mal Gas geben. Einfach nur mal raus aus dem System, raus aus dieser Matrix und einfach nur mal eintaucht. Es kostet euch nichts außer Zeit. Ja, vielleicht ist es sogar für euch eine tolle Unterhaltung, wer weiß. Das Beste, was ihr dabei rausholen könnt, ja, das ist, dass ihr erkennt, dass ihr in einem System lebt, was euch nur anlügt, was euch nur irgendwelches Theater vorspielt und ihr somit an eure eigenen geistigen Kräfte rankommt, ja, dass ihr erkennt, dass ihr Riesen seid, denen man eingeredet hat, sie wären Zwerge, ja, und ich sage das mit einem ruhigen Gewissen und ich sage das nicht, weil ich irgendwelche Millionen an euch verdienen will, ich habe einfach diesen Weg der Erklärung gewählt, weil, ja, wie schon im ersten Video gesagt, es fehlen Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen darstellen, die sagen, wie es geht. Und ich halte es für unsinnig, jetzt hier
und tausende von Fakten zusammentragen, die schon andere wieder auch schon zusammengetragen haben. Ich halte es für mittlerweile auch den falschen Weg, ja, sich überhaupt mit diesem ganzen Kriegsgestellage zu beschäftigen und das aufzudecken und das aufzudecken. Es geht mehr darum, die gegensätzliche Welt, die andere Welt, ja, tatsächlich zu kreieren. Dann wären wir wieder zurück bei dem Zitat. Also, leider ist der Akku jetzt von der anderen Kamera leer, also müssen wir mit dem Ding hier noch fertig machen. Ich war gerade nochmal bei dem Zitat. Wenn du die Welt verändern willst, dann fang bei dir an. Das habe ich getan. Und wie ich schon ganz am Anfang sagt, das ist nur die halbe Wahrheit. Weil du kannst sehr viel verändern, wenn du dich selbst veränderst. Dann kannst du auch im Außen sehr viel verändern. Aber Tatsache ist, wobei das sind jetzt alles Erkenntnisse, die ich jetzt auch mittlerweile hatte, wir stecken auch in einem kollektiven Bewusstsein. Ja, und da bringt es nichts, wenn mir jeder für sich daheim umeinander krautert und jeder kann für sich daheim alleine spirituell sein, wie er will. Ja. Wir müssen das auch in gewisser Weise gemeinsam tun, ja, und uns auch gemeinsam absprechen. Wir können natürlich jeder für sich alleine für Friede, Liebe und ich weiß nicht was beten, ja, aber meditieren, ich sag auch beten, ja, damit ist aber nichts römische oder überhaupt das katholische oder islamische Beten gemeint, ja, sondern es ist, ja, obwohl es eigentlich auch wiederum selbe ist, aber es geht darum, wie du dein Geist, deine Gedanken ausrichtest, ja. Was du bist. Ganz wichtige Sache, die ich jetzt erst gerade vor ein paar Tagen so die große Erleuchtung hatte. Aber ja, die Kamera, auch die hat ziemlich einen schwachen Akku, deshalb muss ich das jetzt auch abbrechen hier. Und ja, gebt euch die Chance, haut rein, vergesst den ganzen Quatsch, was die Mainstream-Medien rausbringen, diese ganze klassische Wissenschaft, das ist alles Lug und Trug und es steuert in eine ganz gewisse Sache rein und ironischerweise bauen die genau auf diese Sachen, ja, genau auf diese Mittel, die ich versuche euch jetzt gerade fürs Positive näher zu bringen. Und ja, das ist der Gag an der ganzen Sache. Also, überzeugt euch, nehmt die Chance wahr, rettet euch selbst, es wäre zu viel gesagt, entdeckt euren Riesen in euch, das ist vielleicht das Beste, sucht den Riesen in euch, ihr seid keine Zwerge, ja, ihr seid Menschen und ihr habt diese Fähigkeiten und es ist nichts Außergewöhnliches, sondern es ist eigentlich von der Natur aus ganz was Normales. Und sucht diese Fähigkeiten, informiert euch, recherchiert und gebt Gas ohne Ende. Und insofern, ich wünsche euch alles Gute.